Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Arcade Action Challenge. Das bin nicht ich, das ist die Demo. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ja, der Starkiller hat mich in Scramble ordentlich nass gemacht. Ich wusste aber schon, dass ich mich da tierisch blamiere, weil ich war damals besser. Er wollte Time Pilot, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht durchgezählt, ob überhaupt noch wichtig ist für die Challenge oder ob er nicht sowieso gewonnen hat. Ich sag mal so, ich habe beim letzten Mal schon, durftet ihr ja schon ein bisschen Time Pilot genießen. Ihr seht, ich bin auf 3 Leben gegangen, weil ich denke, das ist auch die Standardeinstellung und nicht 5. Ich guck mal, wie weit ich überhaupt komme. Es wäre ja ganz schön, dass man trotzdem mal ein bisschen noch einen Punkt holt, ne? Auch wenn diese Challenge schon gegessen ist. Ich bin mal gespannt. Da machen wir dann sowieso ein Video, wenn wir dann bei Saxon sind. Dann sind wir ja bei Z. Dann gibt es sowieso ein Video. Und da ich ja sowieso quotentechnisch bestraft werde, bin ich mal gespannt, was es wird. Und ich kann es auch schon vorwegnehmen, der Starkiller wollte das wissen. Erst kann ich so sagen, je nachdem, was das für ein Game ist, ist er dann... Er ist dann schuld an dem wahrscheinlich 900er Special. Ich bin mal gespannt, was er sich da für tolle Giganten wünscht. Gehe davon aus, dass es wehtut. Was ich hier mache, ist übrigens ganz schlecht. Ah, aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. So. Achtet darauf, es ist immer noch ein Highscore-Spiel. Deswegen muss man hier zwar aufpassen, aber ganz wichtig natürlich auch alles, was an Bonuspunkten möglich ist, abräumen. Und die, ja, das war gekonnt. Das macht einen schönen ordentlichen Bums. Das natürlich nicht machen. Kollision hier ganz, ganz doof. So. Ah! Der war richtig deppert. Der war mal richtig hohl. So, mal gucken, wo ist denn... Ah, ja. Ich hab dich. Ah, ihr könnt, wenn ihr das, ich sag mal, den Endgegner nicht zerstört, dann gibt's dann, glaube ich, irgendwie nochmal 5 Schiffe, die ihr töten müsst. Das muss nicht sein. Das ist alles nur etwas, was tierisch aufhält. Hat der mich gerade erledigt? Ja, ne? War ich super gemacht. Ja, auch das, denke ich, wird ein Spiel sein, was, ich glaube, grandios verloren geht. Da war ich auch mal wahnsinnig besser. Also, ich weiß nicht, ich habe es ja beim letzten Mal schon erzählt. Das sind die Sachen, die ich wirklich in Pommesbuden damals wirklich gezockt habe. Und ich weiß noch, bei Bosconien, also ich glaube an so einem Euro-Stück, an so einem D-Mark-Stück natürlich. Hätte ich damals gewusst, was wir den Euro haben, wäre ich ausgewandert. Nein, Quatsch. Das war total bekloppt. Egal, das war schnell, das war Time Pilot 51.100. Ich weiß nicht, ob das eine gute Score ist. Ich werde euch aber auch gleich erst sagen, was ich dann mit dann gerne hätte. Das war Time Pilot. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und nicht wegschalten. Das gilt auch für hier unseren bösen Starkiller, der mir so gesagt hat, dass er auch Traverse USA nimmt. Und für dich, du Pannemann, wenn du mich schon besiegst, dann siehst du halt, dass ich ein schlechter Verlierer bin. Deswegen für euch jetzt nach meiner Meinung das bessere Tee. Ein Game, das ich auch wirklich am Automaten gezockt habe. Traverse USA. Ein Game, den man kennen muss. Und das spiele ich jetzt auch für euch durch. Das geht auch relativ schnell. Ich denke, mehr als 10 Minuten war es auch nicht. Das seht ihr gleich sofort nach diesem lustigen Cut. Und dann sage ich euch auch, was ich mit U gerne hätte. Bis gleich. So, da sind wir bei Traverse USA. Ich mache mal ein paar Credits, weil die werden wir definitiv brauchen. Traverse USA ist ein... Ja, ein nettes Race-Game, das einmal durch die komplette USA geht. Ich werde euch einmal dieses Spiel in aller seiner Breite zeigen. Ah, ich liebe dies. Und dann sage ich euch gleich, was ich mit U hätte. Ich habe 2 Titel ins Auge gefasst. Ich entscheide das dann aber auch wieder, was der Starkiller tut, wenn er gewinnt. Das weiß ich ja dann, wenn dieses Video auch online ist. Dann werde ich euch wahrscheinlich von dem einen auch mal ein bisschen was zeigen. So, aber das sage ich euch gleich. Traverse USA ist relativ einfach. Ihr seht, das ist ja so diese übliche Spy Hunter Perspektive und ihr fahrt jetzt mit eurem Bike einfach ein Rennen. Ihr seht, ihr überholt die Leute,
Also es ist so ein bisschen was von, ja, Paris-Dakar. Also alle fahren irgendwie in einer Liga, was jetzt auch nicht so realistisch ist, aber so, das war doof. Ihr habt eine, ja, hub du mich an, du Clown, eine gewisse Anzahl von Fuel. Ihr habt ja, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, klar, dann habt ihr ja wahrscheinlich schon Roadfighter gesehen. Das ist in dem F1 Spirit Special, sag ich mal. Ja, und Roadfighter ähnelt da sehr stark, weil ihr habt eben auch Fuel, um das ihr kämpfen müsst. Ihr könnt hier wegrutschen. Ihr seht schon, ich stelle mich hervorragend an. Ich habe das total drauf. Habe ich das erwähnt? Nein, ne? Ah, wie gut, dass ich unendlich Continues habe. Das ist erstmal Strecke 1. Das ist nicht... Sama! Da seht ihr übrigens die Strecke. Also wir fahren von Los Angeles nach Las Vegas. Ziel der Übung ist, New York zu erreichen. Eigentlich erstmal gar nicht so schwer. So, jetzt muss man hier ein paar Autos ausweichen. Das ist alles eigentlich schaffbar. Und dann hat man sozusagen die erste Etappe absolviert. Ja, das machen wir 6-mal, glaube ich. Und dann haben wir sozusagen den ersten Level erledigt. Und dann ist das so ähnlich wie beim Moon Patrol. Dann kommt so eine... Ja, dann kommt der Hard Mode. Den werde ich euch jetzt aber nicht zeigen, sondern wahrscheinlich zocke jetzt einmal kurz durch. Und jetzt geht's von Las Vegas nach Houston. Ja, ich bin in Position 80. Da gibt's, glaube ich, gar keine Punkte mehr. Also ich habe auch noch... Jetzt auch bei YouTube keinen gesehen, der jetzt... Oh, da gibt es doch tatsächlich noch was. Oh geil. Super. Hab sogar tatsächlich einen Punkt erreicht. Genau, jetzt kommt die Wüste. Ich glaube, es gibt... Hier gibt es die ersten Sprungpassagen. Die gibt's. Ach so, Wasser. Ah. Stimmt, da war was. Aber soweit ich weiß, irgendwo konnte man da auch... springen. War das nicht in der Wüste? Ist egal. Ja, genau. Jump. Ach, was ich mir alles noch gemerkt habe. Ja, ich bin ein bisschen irre. Vorne, das wissen will. Aber ihr wisst das ja schon anhand meiner Videos. So. Wir wollen mal ein bisschen weiterkommen, dass wir auch Houston erreichen. Sonst hat Houston, Achtung, Wortwitz, ein Problem. Oder im Fall von Whitney gar kein Problem mehr. Wer diesen Witz geschmacklos findet, drückt jetzt Thumbs up. Ah. So, ich glaube, dann motzt er mich an und dann kann ich ein Continue machen. Ja, Lea, habe ich gesehen. Game over, genau, richtig. Bla, 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 bla. Genau, dann kann ich hier nämlich weitermachen. Und das finde ich nämlich schön. Da gibt es nämlich eine Menge Automaten-Games, wo das eben nicht geht. Und das war eins der wenigen, wo man das wirklich machen konnte, selbst wenn ihr also ein totaler... Ach du meine Fresse, hier gibt's auch schon diese Fässer. Selbst wenn ihr ein totaler Vollhonk seid, konnte das Spiel dann tatsächlich durchspielen. Hat ein bisschen was gekostet halt, ne? Weiß übrigens einer, das ist vielleicht auch mal eine Frage, ob es dieses Ding, das hieß, glaube ich, irgendwie bei den Amis irgendwie Zippy Race. Keine Ahnung warum, aber ich glaube, die hatten immer schon so einen merkwürdigen Namensgeschmack. Ob es das auch für irgendeine Heimkonsole gab? Weil das wäre natürlich richtig cool, also... Ich habe ein Faible davon, boah, jetzt mache ich das gleich nochmal. Komm, jetzt bin ich mal ein bisschen... tricky. Ja, ich habe ein Déjà-vu. Oh, ich habe es geschafft, hui. Nur bei Versuch 7 oder so. Oh, wir sehen wieder eine Straße. Mal seht, jetzt bin ich sogar tatsächlich Rang 64 und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht warum. So, wir sind schon in Houston und wir machen das, was wir schon beim letzten Mal kennen. Hat ein bisschen was von die Angst des Torwarts vom Elfmeter, ne? Ja, ich weiß, das war jetzt Kultur. Da müsst ihr jetzt auch mal durch. So, komm. Oh, schön. Sogar eine Parade. Freue ich mich. Wir sind in Houston. So, mach Punkte. 64 gibt ja, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Ja, nicht wahnsinnig viel mehr, aber mein Gott.
Ich freue mich. So, Houston nach St. Louis, glaube ich, ne? Ja, ja, ich weiß. Hab's gesehen. So. Was kam denn jetzt in dieser Stage? Aber ihr seht, das ist ganz putzig. Das ist ganz lustig. Es ist schön, wenn man mit 20.000 Sonntagsfahrern unterwegs ist. Ja, wie sollte ich das machen? Springen oder was? Okay, ich fahre jetzt rechts. Also jetzt brauchte ich nur ein Continue. Das ist, also wäre noch ein billiger Abend. Aber wir sind ja noch nicht da. Ich habe nach St. Louis kommt Chicago, glaube ich noch, wenn ich das noch weiß. So, schön. Das läuft wieder. Da wäre was zum Tanken gewesen, aber natürlich kann man da eiskalt vorbeifahren. Ah, das war gut. Das war gut. Das war besser. Ja gut, das war zu erwarten. Da war null Platz. Oh, schöner Sprungbrunnen übrigens. Also auch die Architektur ist hier mal zu bewundern. Die hauen sich selber von der Straße. Das wusste ich nicht mehr. Ja, richtig. Über Rasen könnt ihr natürlich nicht fahren, weil, ist klar, ne? Das ist ein Biker mit ökologischem Hintergrund, ne? Der möchte hier keine Löwenzähne auf dem Gewissen haben. Ja, wieder Game Over. Ja, wir retiren nochmal, aber wir haben die Fähigkeit, Gott sei Dank, noch ein Continue zu brauchen. So. Ah. Ihr steuert natürlich in den Kurven super gut, also das ist eine Kurvenlage, meine Fresse, also ja, ja. Hat er mich jetzt gerade von... Ich mache jetzt nicht den Witz, dass der mich von hinten genommen hat, weil dann schreibt er erst sowieso wieder Penis. Und das dann auch noch falsch. So, wir sind in St. Louis. So, und wir machen das gleiche, was wir schon kennen. Und dann sind wir auch gleich da. Ah, das machen wir gut. Machen wir super. So, komm. Mach Ende. Oh, nur zwei. Naja. Hatte Houston ein bisschen mehr Geld. So, was gibt's da? Genau. Bin ich schon in der nächsten Reihe. Also, ihr könnt angeblich auch das Rennen ganz normal gewinnen, aber... Ehrlich gesagt, kenne ich keinen, der das gemacht hat. Weil er müsste wirklich das wahrscheinlich auswendig kennen. So, vierter. So, wieder Wüste. Okay. Gut, wer kennt sie nicht? Die Wüste vor Chicago. Weiß ich nicht, muss ich nochmal alte Heimvideos von Michael Jordan mir angucken, ob da viel Wüste war. So. Komm, 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 das sieht gut aus. Das sieht okay aus. Ja gut, da ging es gar nirgendwo her. Ja, yeah, du hup mir auch an. Wenn du hupen willst, hier, fahr doch hier ein paar Mal vom Altersheim vorbei. Die stört das nicht. So, und wieder geht's weiter. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Habe ich es jetzt drauf? Das wäre ja schon klasse. Naja. Ich halte besser die Fresse. So. Und es geht weiter. Ja, das war gut. Das war gar nicht... Das war doof. Ich hätte da weiter durch den halben Urwald gehen müssen. Das wäre gut gewesen, aber gut. Man kann nicht alles haben. So, das ist cool. Das war Glück. Ah, hätte fast gepasst. Ja. Wenn du noch einmal hupst, fahre ich absichtlich rückwärts. Und spuck dir mitten auf die Scheibe. Oder mach ganz was Perverses mit deinem Auspuff. Und Tennisbällen. Ja, ja, fahr, 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 fahr. Ist ja auch Ende?
Verlieren wir hier auch Tank? Sieht so aus, ne? Ja, tatsächlich. Egal, wir sind aber schon auf jeden Fall auf der letzten Road nach Chicago. So, wir sind, wir nähern uns. Wir nähern uns dem Ende. Ja, genau, kann ich da starten. Das ist doch wunderbar. Das war ein Auto übrigens. So, das haben wir. Das haben wir. Komm, wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Komm, ich hab hier einen Flow. Ja, nur einen. Wird immer geiziger. Es ist ja schon fast der Pennymarkt unter den, hier, Airlines. Oder wer ist denn diese Knaller, die auch beim Super Bowl immer drüber fliegen? Diese Show Air Force da. So, komm. Final Stage. Ab nach New York. Die Stadt, die niemals schläft. Und in der alles schon gespielt hat. Oh, das war knapp. Das war knapp. So. Ich glaube, Platz 30 ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich das weiß. Ich glaube, ich war mal so irgendwie einstellig, glaube ich, war ich mal. Aber ich war noch nie auf Podest oder so. Also kann ich mich nicht dran erinnern. Aber das sieht gut aus. Ah! Da kam die Pfütze aber gerade zur völlig falschen Zeit. So, das ist gut. Das war super. Ja, das war gar nicht mal so schlecht. Oh, das läuft. Ach, komm, sag ich's. Aus der Abteilung halten Sie auch einfach mal die Klappe. Was allerdings als Let's Player relativ doof wirkt. Wobei, den Witz mache ich auch irgendwann nochmal. Mache ich ein stilles Video. Weiß ich, dann schreibt garantiert einer endlich mal richtig einen substanziellen Inhalt. Endlich hast du... Sag mal, ist mal gut hier? Also, das ist schon ein bisschen pervers immer nur von hinten. Also, liebe Freunde, ja, jag mich noch. Jagen Sie den Biker. Ja, ist gut. Das ist ja hier schlimmer als bei GTA oder so. Und das ohne Mod. Und bevor er fragt, nein, ich mag nicht euren heißen Kaffee. Oder heißen Tee. Und die Leute, die wissen, was ich meine, schämt euch. Auch Pixel haben Anstand. Gut, nicht bei mir, aber mein Gott. Das war natürlich hervorragend gesteuert. So, komm. Es ist final. Das schaffen wir jetzt auch noch. Guck mal, was hat zwei Daumen und ein Bike? Obwohl, so wie ich fahre, hat er wahrscheinlich keinen Daumen mehr. Ja, genau. Lady Liberty begrüßt mich. Viva New York! Ja, wenn mir etwas bei New York einfällt, dann Viva. War das nicht Viva Las Vegas? Aber ist egal. So, kurz, ne? Hand auf die Leber und mitsinieren mit dieser schönen Musik. Mit Congratulations, New York. Da freuen wir uns. Ich glaube, jetzt startet er, ne? Genau, jetzt startet damit. Ich glaube, der ist schneller geworden. Genau, 750 Kubik. Ich glaube, der ist schneller. Ja, ja, genau. Richtig, das ist schneller, härter. Ja, ja, aber das lassen wir mal. Ja. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war einmal Time Pilot, das war einmal Traverse USA. Der Starkiller wollte es nicht. Ich finde dieses Spiel schön. Ihr könnt ja mal kommentieren, was ihr findet. Und jetzt wollt ihr wissen, was möchte ich mit U? Ja, da gibt es eine UN Squadron. Super Nintendo-Besitzer kennen das Game. Wenn du noch ein einziges Mal hupst, mein Freund, siehst du, wie ich deine Gedärme dir vor deine Augen führe oder du in deinem eigenen Blut erstickst. Aber ich möchte dich nicht bedrohen. Gibt's eigentlich nur UN Squadron? Das kennen die Leute vom Super Nintendo. Deswegen finde ich das jetzt nicht so interessant. Vielleicht werde ich das ein bisschen zeigen. Muss ich mal gucken. Kommt drauf an, was der Starkiller wählt.
Da wir aber noch kein richtiges Fighting-Game hatten, ist natürlich bei U eine gute Chance, nämlich Ultimate Mortal Kombat 3. Ja, ich hätte das gern. Bisschen Blut, einfach mit U. U wie Urin, gleich Blut. Hä? Nee, okay. Auf jeden Fall, wir sind irgendwo bei Körperflüssigkeiten. Da könnt ihr jetzt auch wieder einen tollen Witz in den Kommentaren machen. Das hätte ich gern beim nächsten Mal mit dem Buchstaben U. Sozusagen, Achtung, total lustig, pass auf, hier, Riesengag, pass auf, hier, ganz toll, Schenkelklopfer, hier, komm, ganz total lustig. Wie heißt die nächste Folge extra für euch? Arcade U. Hä, schisse, hier, U, ne? Hier, U. Wie U-Bahn und U-Turm. Und, ja, Entschuldigung. Ich weiß, gleich klingelt das Telefon, Mario Bart möchte seine Witze zurück. Wenn er noch telefonieren darf. In seinem Heim. Bei RTL, in der Garage oder im Keller. Ich weiß es nicht. Ich bin euer Mr. Venom, 1974, werde wieder von hinten genommen. Oh, Gott. Und möchte mich damit persönlich in aller Form verabschieden und bei allen Leuten entschuldigen, die ich mal wieder in diesem Video beleidigt habe. Ja, und man kann auch Videos zu bestimmten Zeiten freigeben. Man muss da nicht vor dem Rechner sitzen. Das als kleinen Rausschmeißer für euch. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr doch Spaß hattet, dann abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr wisst ja, besucht den Kanal des Starkillers, der mich ja hier nach allen Regeln der Kunst nass macht. Und bedankt ihn einfach mal, dass er mich in irgendeiner Form bestrafen wird. Es wird keinen Spaß machen, das weiß ich. Aber ihr werdet was zu lachen haben, eh nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann mit dem Buchstaben U, dem letzten Vokal des Alphabets. Ja, dies ist auch Lernfernsehen. Wir sehen uns. Tschüss.